Feldfisch. Ich hoffe, der bleibt jetzt mal hängen, der Gute. Na, sehr schön. Das ist geil. Blauer Himmel, keine Wolke. Es ist Sonntag früh, Anfang November. Und ich habe meine Warthose an. Will mal was ausprobieren. Nehme euch natürlich mit. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich am Wasser wieder. So, sind wir angekommen am Wasser. Ich habe jetzt hier mein Chatterbait dran mit dem Pintail. Und dann wagen wir uns mal ins kühle Nass. Gucken, wie weit man hier laufen kann von der Tiefe her. Was für ein geiler Tag, was für ein geiles Wetter. Ich hoffe, ihr seid auch am Wasser unterwegs. So. Hat einfach mal so ein Stündchen jetzt und dann heben wir Mittagessen und dann noch mal los eventuell. Geht es hauptsächlich darum, dass ich hier hinten die Ecke mal besser beangeln kann. Hoppala, hier ging es runter. Sehr gut. Mal schauen hier unten. Stell mich mal ein Stück zurück, dass euch die Sonne nicht so blendet. So ist gut. Was war das? Ein Blatt, okay.
Mal laufen wir noch mal ein Stück. Schön vorsichtig immer. Ich bin hier nicht mal bis zur Hüfte im Wasser. Da wisst ihr, warum es so schwierig ist, hier irgendwo mal einen schönen Fisch zu fangen. Klares Wasser, Sandboden. Ist schon irre. Garn. Ich hoffe, ich komme da ran. Aber hier wird es nämlich schlammig unten. Schlammig und tief. Aber ich sehe, das ist schon mal gut. Ah, hier. Kiesbank, okay. Interessant. Mit Kraut. Hier ist also ein Krautteppich noch drin. Mal gucken, ob hier irgendwo ein Hecht zwischensteht. Hier darf ich nicht weiter. Aber interessant. Mal gucken, wie weit wir hier noch kommen. Ich glaube, hier wird es tiefer. In der Richtung. Ein bisschen Chicken hier unten. Also wird es trotz Neopren langsam ein bisschen frischlich. Thank you.
Aber gut. Aber es ist mal echt interessant, sich so einen Überblick zu verschaffen, muss ich sagen. Kann ich jedem nur empfehlen. Klar, jetzt im Winter ein bisschen schwierig und ein bisschen riskant. Aber ich kenne das Gewässer ja nun schon mittlerweile relativ gut, um sowas mal zu riskieren. So, letzter Wurf. Und dann gehen wir nochmal in die andere Richtung. Und dann soll es das erstmal wieder gewesen sein. So, dann sehen wir uns gleich auf der anderen Seite wieder.